So, meine Freunde, heute mal Vorbericht von Leipzig auf eine andere Art und Weise, und zwar draußen unterwegs vor, ja, meiner Yacht. Ihr habt es richtig erraten. Nee, natürlich nicht. Navigator, Riesenthema, fraglich für RB Leipzig. Da kamen jetzt Infos raus, wo ich dachte, ei. Unpünktlichkeit, Mannschaftskameraden angepisst, oh weh. Lass uns darüber heute quatschen, dann zwei, drei Ausfälle, eventuelle fragliche Ausfälle, und das alles vor dem Düsseldorfer Fernsehturm. Ich drehe nämlich gerade für meinen Zweitkanal den Städtevlog, und dadurch wisst ihr schon mal, der nächste Städtevlog kommt aus Düsseldorf. Ja, und jetzt habe ich mir hier tatsächlich die PK noch reingezogen und mache für euch dieses Video. Also, Navigator fraglich, Niklas Stark fraglich, Milos Veljkovic fraglich. Das heißt, wir haben eventuell morgen wirklich große Abwehrprobleme. Zudem ja Pieper, Rapp und Opitz, die Langzeitverletzten. Im schlimmsten Fall, muss man da einfach ganz klar sagen, stehen wir morgen gefühlt ohne Abwehr da. Was natürlich überhaupt nicht geil wäre. Also ohne wirkliche Abwehr. Das heißt, Friedel, Jung sind automatisch, naja, Friedel ist die Frage, ob er jetzt wirklich fit ist. Ich hoffe mal. Dann wäre Friedel und Jung automatisch gesetzt. Wenn Stark und Veljkovic ausfallen, ist die Frage, wer spielt daneben? Vorstellbar wäre, dass Christian Groß eventuell rein rotiert in die Abwehr rein und da vielleicht diese Lücke schließt. Zu 100% kann man es natürlich nicht sagen. Ist natürlich dann auch wirklich die Frage, ob dann am Ende aus dem fraglich wirklich ja auch ein Finales wird, sozusagen, dass die wirklich dann ausfallen. Müssen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Morgen geht es gegen RB Leipzig. Da muss man natürlich allgemein mal gucken. Wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich habe, wie gesagt, die PK jetzt gerade nur so am Rande mitverfolgt. Navigator aber, ein Riesenthema. Ich mache mal so, ich will hier nicht, dass man dann irgendwie random Leute mitfilmt. Nicht, dass die es nicht wollen oder so. Ihr wisst, was ich meine. Navigator, Riesenthema. Soll wohl unpünktlich gewesen sein zuletzt. Mannschaftskameraden deswegen angepisst. Und jetzt fehlt er krank. Das ist für mich, stimmt da irgendwas überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob man da jetzt in Richtung, also ich will jetzt nicht sagen, Verschwörungskacke oder sowas geht, aber ey, weißt du, der ist seit Wochen dabei. Ich habe viel in vielen Kommentaren gelesen. Ja, das ist ja klar, weil der verletzt war und weiß ich nicht. Freunde, ich sag euch, der spielt beim Afrika Cup durch. Der ist seit 2 Monaten im Mannschaftstraining. Da musste irgendwas anderes noch hinterstecken. Mir kann keiner erzählen, dass ein Fußballprofi seit 2 Monaten im Mannschaftstraining ist und dann trotzdem nicht eine Minute spielt. Also der war zwischendurch einmal krank, sonst war der jetzt die ganze Zeit, ich glaube seit 4 Wochen oder so. In den letzten 4 Spielen war er immer 90 Minuten auf der Bank. Das ist natürlich was, wo man wusste, okay, irgendwas anderes muss da noch hinterstecken. Und ich gehe jetzt mittlerweile davon aus, dass bei Navigator wirklich diese Disziplinargründe und dass man auch gesagt hat, okay, nein, das können wir jetzt auch nicht auch noch belohnen. Dann schließen wir sozusagen nicht damit ab, aber für den Winter damit ab und gucken dann nach dem Afrika Cup, wie das Ganze weitergeht. Vielleicht kann er sich beim Afrika Cup auch empfehlen und vielleicht pokert man auch dafür, dass dann ein anderer Verein interessiert an ihm ist. Ich weiß es nicht. Es ist ja so, dass Navigator an seiner eigenen Ablöse mit verdienen würde. Das heißt, zu 50% würde Navigator, so war es zumindest mal in den Gerüchten drin, dass er zu 50% mitverdient, wenn er denn wechseln würde. Tja, ob das so stimmt, weiß man nicht. Fakt ist, ich finde das sehr, sehr komisch, dass er erst, wie gesagt, die ganze Zeit ist er fit, ist er da. Dann hört man jetzt gestern, war das, dass er irgendwie dann immer zu spät zum Training kommt oder auch so disziplinarische Gründe, dass Teamkollegen sich auch darüber genervt waren. Und heute ist er auf einmal dann fraglich, weil er krank ist. Klar kann das auch so sein und dummer Zufall alles sein, aber es wirkt natürlich ein bisschen komisch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Für mich ist dieses Thema Navigator extrem schwer, weil eigentlich ist das ein Spieler, über den wir uns alle, glaube ich, sehr, sehr gefreut haben. Das war ja die Nachricht schlechthin. Wir haben einen Sonderstammtisch gemacht, wo wir einfach nur diesen Wechsel gefeiert haben. Und faktisch, bis jetzt muss man sagen, ja, haben wir davon leider noch gar nichts gesehen. Er hat einen leistungsbezogenen Vertrag. Ist ablösefrei gekommen. Natürlich ist da auch Handgeld geflossen, aber insofern würde ich zumindest mal sagen, kann man jetzt noch nicht, ich glaube, man kann noch nicht komplett von Fehleinkauf sprechen, dafür ist auch noch vielleicht ein bisschen zu früh. Dennoch ist das Ganze schon ein schwieriges Thema. Und ihr seht, warum ich jetzt hier auch lang gelaufen bin. Ich finde, ja, sowas als Location mal für ein Video auch ganz ordentlich und ganz schön. Ja, lasst uns mal über RB Leipzig sprechen. Ich möchte vorweg eine Sache mal sagen. Gestern habe ich einen Kommentar gelesen, wo drin stand, Nico, mach dir doch mal lieber ein Skript und arbeite Thema für Thema ab, zack, zack, zack.
und bringen das raus. Dieser Kanal ist ja wirklich als Meinung von Fan zu Fan. Und ich weiß, dass ich manchmal springe, aber ihr könnt mir eins glauben. Ich habe meine Themen, die ich ja sagen will, habe ich ja grundsätzlich alle im Kopf. Und es ist so, dass ich zu den jeweiligen Themen dann immer meine Meinung sage, aber ich habe mir noch nie ein komplettes Skript geschrieben für die Videos, weil ich einfach drauf losrede. Und ich finde, irgendwie macht das auch den Kanal aus. Und genau deswegen mache ich auch so Spots wie hier. Nicht jeder feiert das. Manche sagen jetzt auch, oh, nicht hinter meiner Werderwand sozusagen zu filmen, ist vielleicht doof. Ich persönlich finde das mega geil, einfach rauszugehen und auch hier ein bisschen zu filmen. Deswegen kommen wir auch auf den zweiten Kanal, die Städtevlogs. Ein Städtevlog ist ja auch schon online durch Leverkusen. Könnt ihr euch gerne auch reinziehen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Sorry, das sowas ist dann vielleicht ein bisschen doof mit dem Schiff. Aber ja, kommen wir jetzt auf jeden Fall zurück zum Spiel gegen RB Leipzig. Was sagt mir mein Gefühl? Gegen Gladbach war wirklich ein ordentlicher Auftritt. Gerade so die ersten 20 Minuten waren auch fußballerisch echt eine gute Leistung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen gehabt, wie wir gespielt haben. Auch spielerische Lösungen gefunden zum Teil, auch wenn nicht durchweg. Wir haben zwar Gladbach dann ins Spiel kommen lassen, da müssen wir halt konsequenter sein. Da war ja auch von vielen Experten, vom Trainer, auch von den Spielern, haben die dann gesagt, man hat halt dann den Gegner selber ins Spiel kommen lassen. Das war übrigens auch wieder einigen zu viel Kritik schon, dass man dann sagt, man hat den Gegner ins Spiel kommen lassen. Dennoch ist das tatsächlich die Tatsache, dass man Gladbach leider wirklich ins Spiel kommen hat lassen. Gladbach ist überhaupt nicht gut ins Spiel reingekommen, hat da 20, 25 Minuten überhaupt gebraucht, um irgendwie am Spiel teilzunehmen. Und das darf natürlich gegen RB Leipzig nicht passieren, dass wenn wir wirklich die Kontrolle des Spiels haben, dass wir dann da nachlassen und Leipzig ins Spiel kommen lassen. Weil die werden uns spielerisch dann wirklich auseinandernehmen. Tempo könnte natürlich wieder ein Thema sein, so wie immer. Muss man einfach sagen, wir sind halt einfach nicht mit Tempo beglückt sozusagen. Das wird wahrscheinlich für uns immer ein Thema sein. Plus, dass du dann halt viele geniale Denker und Lenker hast, wie dann Xavi Simmons zum Beispiel, was natürlich sehr unangenehm sein kann. Wenn wir dann auch die defensiven Ausfälle haben, dann wird das schon ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ist es auch ohnehin schon, also auch ohne Ausfälle wäre das ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Mein persönliches Bauchgefühl ist, dass wir gegen RB Leipzig vielleicht durch kämpferisch stark gut eingestellter Mannschaft vielleicht wieder ein 2-2 holen werden. Das würde mich schon sehr, sehr freuen. Punkt gegen Leipzig jetzt zum Abschluss wäre schon echt ordentlich. Und dann kommt Bochum nach der Winterpause. Wenn du dann da 3 Punkte holst, dann sieht das alles nicht verkehrt aus. Verlierst du gegen Leipzig, dann könnte die Stimmung wirklich stark getrübt sein. Es kommt natürlich auch darauf an. Das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen. Verlieren ist das eine. Die Frage ist ja auch, wie verlierst du und mit welcher Art und Weise verlierst du. Ich hoffe aber, dass wir da wirklich alles geben und dass wir dort wirklich eine Mannschaft sehen, die, wo du sichtlich merkst, Alter, die spielen hier um den Sieg, die wollen den Sieg einholen und ziehen das Ding auch durch. Und darauf hoffe ich, darauf baue ich. Startelfänderungen hatte ich auch angesprochen gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein bisschen was rotiert wird. Gab es auch den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, Nico, das ist ja keine richtige englische Woche, danach haben die ja frei und so. Ja, ich weiß, die Sache ist nur, wir haben jetzt gegen Gladbach auswärts gespielt, freitags und jetzt dienstags eben zu Hause. Ich kann mir vorstellen, und gerade jetzt, wo man natürlich dann auch noch hört, dass wir eben ein paar Probleme haben durch angeschlagene Spieler, dass es ein paar Wechsel geben wird. Inwieweit das am Ende eintritt, weiß ich auch nicht. Wünschen würde ich mir immer noch tatsächlich eine Doppel-6 mit Linen und Stay, um die Mitte zuzumachen, gerade auch betreffend Xavi Simmons. Das wird nämlich, glaube ich, sehr, sehr schwer, den Jungen unter Kontrolle zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass Forsberg nochmal ein Spiel macht. Vielleicht darf der sogar von Anfang an ran. Dürfte ja sein letztes Spiel sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann wechselt der. Ja, das könnte schwierig werden. Also das Mittelfeld richtig zuzumachen mit einer Doppel-6 wäre immer noch mein Wunsch. Gehe ich davon aus? Nee, nicht wirklich. Vor allen Dingen, wenn man halt Änderungen schon machen muss, personalbedingt, dann glaube ich, wird es nicht so viele freiwillige Änderungen mit dazu geben. Ein Jimma würde ich mir trotzdem auch wünschen. Kommt natürlich auch darauf an, wie fit jetzt Boré und Tuch sind. Boré hat wirklich eine super kämpferisch starke Leistung gemacht. Ist natürlich dann auch schwierig, ihn rauszunehmen, muss man auch so klar sagen. Ich sage aber auch ja seit Wochen, dass ich einen Jimma gerne nach vorne reinhaben wollen würde. Vor allen Dingen für die Konter, gerade gegen ballsichere, starke, hochspielende Teams wie RB Leipzig. Glaube ich, könnte das ein sehr großer Vorteil sein, wenn du dann schnelle Spieler hast zum Kontern. Und auch da wäre Justin Jimma vielleicht eine Waffe für vorne drin. Und Zeynep Linen eine Waffe aus dem Mittelfeld, der dann wirklich eben diese tiefen Bälle auch ordentlich spielen kann. So zumindest in der Theorie, in meinem Gedankenkreis. Ja, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, was ihr so erwartet von dem Spiel. Natürlich wird jeder davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich dieses Spiel verlieren werden. Also das ist ja, eigentlich kann das auch ein Vorteil sein. Wenn niemand mit dir rechnet, könnte es ja auch für dich in die Karten spielen. Ja, ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen. Wir werden auf jeden Fall live sein.
Heute Abend ist ja auch der Stammtisch. Hier auch nochmal die Info. Vielleicht schreibt es unten jemand rein, der bis hier geguckt hat, dass der Stammtisch heute eventuell auch eine halbe, dreiviertel Stunde später stattfinden könnte. Es kommt drauf an, wie ich von Düsseldorf später zurück durchkomme. Da ist die Autobahn immer sehr, sehr voll dann. Müssen wir mal schauen. Ich melde mich auf jeden Fall dann später. Freue mich sehr auf den Stammtisch. Freue mich sehr, sehr, eure Kommentare auch zu lesen. Auch wenn, wie gesagt, manche, auch da nochmal gesagt, ne? Nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Auch wenn manche nicht meiner Meinung sind und so. Ich finde das ja gar kein Problem. Ich finde das ja so eher gut. Dann hat man ja so ein bisschen Diskussionspotenzial. Solange das im Rahmen bleibt und man die andere Meinung auch annehmen kann und nicht alles immer als das, was ich sage, ist richtig und das, was du sagst, ist falsch tituliert. Das ist nämlich kacke. Dafür steht der Kanal überhaupt nicht. Und ja, an alle anderen, ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Ganz liebe Grüße hier von mir. Ich hoffe, euch geht's toll, die Vorweihnachtszeit geht hier richtig los. Morgen dann nochmal einen richtig geilen Stream und dann sind wir praktisch in der Weihnachtszeit drin. Es gibt so viele Sachen, die dann auch noch kommen werden. Transferzeit, wir haben zwei Hallenturniere, wo ich euch noch ganz viel zu erzählen muss. Dann gibt es noch ein Interview mit Ailton, was kommt. Also ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich bin jetzt erstmal raus. Ganz liebe Grüße aus Düsseldorf und ciao.